Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 6 von Risk of Rain. Yay! Nach dem Smashing Success von letzter Episode, dem Spontanerfolg mit der Huntress, Engineer, Miner, Sniper, Accurate, Bandit, Enforcer, Gute Frage. Spielen wir doch mal ein bisschen. Spielen wir doch mal ein bisschen Engineer. Machen wir kurz Pause. Schmeißen wir mal kurz meinen Timer an. So, Timer läuft. 50er Truhe direkt gespawnt. Schön. Okay. Nein. Ah, okay, damit legt man. Ah, ich verstehe. Böp. Okay. Also ich habe hier diesmal keine Fluchtfunktion, wie es aussieht. Reicht das für die 50er Truhe? Sieht nicht so aus. Nicht so ganz. Fühlt sich das ungewohnt an. Ich habe nichts, womit ich mich beschleunigen kann. Furchtbar. Ist ja furchtbar. Na, ich bin zuerst auf die 50er Truhe scharf. Erst dann auf die 25er. Dann. Stelle ich gerade fest, da ist noch ein Container. Mal gucken, ob das reicht. Anscheinend nicht. Upsala. Hehe. Und hopp. So. Das sollte jetzt aber reichen. Gott, bin ich langsam. Repulsion Armor. Das war's vollkommen wert. Repulsion Armor, wenn wir 6-mal getroffen werden, sind wir für ein paar Sekunden immun gegen Schaden. Oder nehmen zumindest nur sehr wenig Schaden. Hehe. Bam. Upsala. So, jetzt haben wir auch gleich die Sandcrab da unten erlegt. Ah, okay. Erwischt. Jetzt sollte ich auch gleich meine 25 für die andere Truhe da haben. Hoppala. Sprouting Egg. Rapidly heal outside of combat. Wenn wir 2 Sekunden lang nicht getroffen wurden, oder irgendwie so, oder 4, dann nehmen, dann werden wir ganz schnell wieder geheilt. Noch kein Teleporter in Sicht, dafür haben wir da drüben jetzt schon alles leergeräumt, was Items betrifft. Das habe ich gesucht. Oh. Bye bye Sandcrab. Turret scheint auf jeden Fall ein sehr nettes Passive zu sein. Da ist unser Teleporter. Ich will nur schnell den Container. Hoppala. So. Das wäre das. Dann positionieren wir hier mal einen Turret. Und starten den Teleporter. Hopp. Wir bekämpfen einen Wandering Vagrant. Interessant. Wir haben das Backup bekommen. Wie wir halt einfach mal nichts tun müssen, außer Minen legen. Gut, das war's dann auch schon wieder mit dem Boss.
positionieren wir hier noch einen Turret und eine Mine. Und das war's dann auch mit den Lemurians. Zoink. Da ist noch eine Sandcrab. Das war der Knopf, den ich suchte. Yeah. Die kann man aber ganz schön oft benutzen, die Fähigkeit. Das gefällt mir. Und nochmal, weil es so schön war. Ich bin jetzt fast der Ansicht, ich kann den Knopf einfach gedrückt halten. Ja, kann ich eigentlich. Entschuldigt, ich habe irgendwie einen sehr trockenen Hals. Ja. Oh, Soldier Syringe, sehr schön. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Repulsion Armor ist aktiv. Gucken, komme ich davon hier aus dran? Scheinbar nein. Und ich schaffe auch den Sprung nicht, weil ich furchtbar schlecht bin. Ja. Machen wir es doch mal so. Das lief doch recht gut. Da oben ist jetzt noch ein Lemurian. Ich glaube, ich mache einfach den da. So, und jetzt sollten die eigentlich alle in die Richtung von dem letzten verbleibenden Gegner fliegen. Healing Drone nehmen wir mit. Hat uns letztes Mal sehr gute Dienste erwiesen. 25er Truhe. Noch eine Soldier Syringe. Cool. Ah, Fail. Schmeißen wir doch gerade das nochmal an. Hier drüben gibt es soweit nichts. Die Dinger scheinen nicht bis da drüben zu reichen, leider. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Was ist denn da übrig geblieben für ein Viech? Ach, ein Wisp. Bye bye, Wisp. Bam. Finito. Jetzt gehen wir noch ein bisschen den Schrein bespielen und dann sind wir auch schon unterwegs ins nächste Level. Die Langsamkeit. Urk. Rark. Nope. 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 All my nope. Und next level. Toink. 15 Minen, ein Turret. Damn Caverns. Meh. Ich glaube, ich probiere mich jetzt einfach mal an einem Speedrun. Indem ich mich so schnell wie möglich von A nach B bewege. Ohne Rücksicht auf Verluste. Aber ich sage eins dazu, ich spiele heute nur einen Run. ...71 HP. Wenn das also nur eine 5-Minuten-Episode wird... kein Interesse. Oh, schon mehr Interesse. Aber jetzt habe ich erstmal Support. Ich glaube, ich bleibe bei Support. Wupp. Teleporter da oben. Du lebst ja immer noch, du blöder Pilz. Ja. Pilz, adieu. Teleporter hier oben. Werden wir gleich wissen. Nope. Okay. Wupp. Ah,
Oh, puh, ich bin getroffen worden. Nein, wie furchtbar. 151er Truhe können wir uns beim besten Willen gerade nicht leisten. Und ich mach so und so. Und schon war die Sache gegessen. Jetzt jagen wir nochmal das hoch. Das hat auch genau gereicht. Ich muss eins höher springen, damit ich da hinkomme. Okay, komme ich sowieso nicht. Dann ganz hoch bitte. Whee! Dann nehme ich mal an, der Teleporter ist hier in der Mitte. Ich nehme es mal an, ich bin mir aber nicht sicher. Wie gut, dass ich mir nicht sicher war, ich scheine falsch zu liegen. Ja, es gibt nicht mal einen Aufgang hier in der Mitte. Also so ein Seil, wo man hochkraxeln kann. 57 HP, klar, warum nicht? Na, werde ich dich noch los? Ah, ich stehe hier noch in der komischen Giftwolke. Ah, das waren alle. Muss hier noch ein kurzes bisschen warten, bis ich wieder auf 190 HP bin. Oder ich warte einfach, bis Sprouting Egg anfängt zu wirken. Sehr gut. Oh, wir sind wieder hoch auf über 190. Bouncing Brain, keinerlei Interesse. 285, das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Gut, das lasse ich stecken. Dann gehen wir mal da runter. Spitter. Na los, lauf, Forest, lauf. Das wäre der. Das wäre der. So, kurz warten. Verschwinde, Giftwolke. Energy Cell. Wir greifen schneller an, wenn wir auf niedrigerem Leben sind. Daneben. Okay, und okay. Oh, jetzt kriegt der Imp einfach mal ein paar auf die Fresse. Ach, woher haben wir denn den Boxing Glove? War der von irgendeinem Schrein? Ha, Kurzzeitgedächtnis. Na gut. Man könnte meinen, das hätte ich geplant. Und Teleporter gefunden. Ancient Wisp. So. Minen haben wir jetzt leider keine mehr, aber wir haben noch unsere andere coole Fähigkeit. Außerdem haben wir ja auch noch unsere Support-Drohnen. So, das wäre sogar das da. Da nochmal raus. Wie auch immer das alles heißen mag, ich habe es mir nicht angeschaut, habe ich mir schon, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Du.
Das sollte sich jetzt auf den Wisp konzentrieren. Ich bin getroffen. Ah, nein, springen! Also, dass man sich bei der komischen Dingsblasen-Teilattacke da nicht bewegen kann, ist ein wenig ätzend. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Healing Drone kickt rein. Yes. Repulsion Armor ist auch aktiv. Laufen, Forest, laufen. Okay, das war knapp, aber wir haben jetzt einen Haufen Kohle. Hallo Imp. Bye bye Imp. Down. Ah, fuck. So. Ups, na. Okay, der Timer ist auch abgelaufen, das ist gut. Das heißt, ich bin jetzt halbwegs sicher. Das waren dann die Pilze. Fehlt noch der Wisp. Huch. Ach ja, da spawnen ja noch die kleinen Mistviecher. Ihr könnt mir gar nicht, solange ich hier oben stehe. Hahaha. Oh, schade. Ich hatte gedacht, das kriege ich noch hin. So, da ich jetzt gerade hier oben bin, hole ich mir noch die 151er-Truhe. Oh. Und ich sehe, es ist noch ein Gegner am Leben, der bitte nicht da gespawnt ist, wo ich denke. Doch, er ist. Also, Ehrenrunde. Danke, Healing Drone. Finde ich gut, dass du dich für mich einsetzt. Weil ich es kann, habe ich jetzt ein paar Minen gelegt. Ja, das war mir klar, dass der hier gelandet ist. Und wer ist hier gelandet? Ein Spitter. Nein, was für eine dicke, fette, große Überraschung. Oh, Spitter, bye bye. Du machst es wenigstens nicht so wie Arnie und kommst nicht wieder. So. Wir müssen sowieso runter, also können wir uns auch diese 151er-Truhe holen. Wieder. Timekeeper Secret. Hopp. 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 Ich vermisse den Blink und ich vermisse die taktische Rolle. Rark. Mann. Lauf, Forest, lauf! Ein Königreich für einen Goldhof. Oder drei. So. Auf geht's. New Experience. Sunken Tombs. Okay, kein Durchgang. Also bye bye Truhe. Hallo Worlds. Mal schauen, ob ich die hier noch tanken kann, um diese 100 sowieso zusammenzukriegen. Schaut nicht so aus, oder? Nee. Ist der Teleporter denn in einer vorteilhaften Position?
Angriff der Killer im... Yep, das war der Whirl, der starb. Jetzt kommt auch noch Geld angeflogen. 140, wir sind inzwischen auf schwerer Schwierigkeit. Und das auch schon unser Teleporter und zwei Imps. Wie schön. Unser Boss ist... Kolossus. Oh, Quizfrage, wo ist der gespawnt? Wahrscheinlich da oben, ha? Ja, hallo Kolossus. Aber, das heißt... Ich kann meine Turrets hier oben positionieren. Und kann mich voll und ganz auf den Kolossus konzentrieren. Es sei denn, da ist mir so eine komische Sandcrab im Weg. Oder ein Whirl. Oder beides. Ja. Funktioniert das soweit ganz gut. Mal kurz den Raketen nur ein bisschen ausweichen. Würde was? Achso, hallo. Auf Wiedersehen. Na, blöder Imp. Das wäre dann das. Und das wäre das. Na, krieg ich den Kolossus noch hinüber, bevor hier alles voll spawnt. Ja, Colossal Nerve. Mehr Leben, schnellere Lebensregeneration und mehr Rüstung. So. So. Ja. Machen wir noch das. Positionieren wir mal noch ein paar Minen hier so drumherum. Das ist das und das und das. Sehr schön. Und jetzt können wir eigentlich hier stehen und diese sehr coole Fähigkeit spammen. Allerdings nicht, wenn sie sich die ganze Zeit auf diese... auf diesen blöden Imp konzentriert. Ja. 49er Truhe. Noch eine Soldier Syringe. Ich habe jetzt keine Lust, dem Imp hinterher zu rennen, also gehe ich mich erstmal um die da oben kümmern. So, dafür muss ich hier rechts auf dieses komische Hoverpad drauf. Jedenfalls nenne ich es jetzt einfach mal Hoverpad. Floink. Und weil ich es gerade kann, habe ich auch nochmal das hinterher. Das. Armin. Nochmal das. Das wäre dann... eine Hälfte. Hallo Whirl. Auf Wiedersehen Whirl. Na, so, Whirl, auf Wiedersehen. Bleiben noch die Clayman. Das lässt sich alles wunderbar planen. Und das war's mit den Claymen. Dann mal abwärts. Und heute Abend sinkt für sie das Niveau. Laserdrohne, klar, gerne. Minen, Turrets, noch ein Turret. Diese andere Fähigkeit.
Das waren dann zwei von den drei Imps. Verdammter Imp, halt still. Und das war der Imp. Bleiben noch die Clayman. Hallo Clayman. Bye bye Clayman. Zack, bleibt noch einer. Nein, verdammter Mist. Respawn. Na gut. Dann kann ich mir zumindest noch diese andere Truhe da rechts holen für 247. Ich war gerade gedanklich im falschen Level. Das hier war ja das, wo man da so quer rüberspringen musste. Schon noch ein bisschen kriegen. Scheint so. Tough Times. 14% weniger Schaden, den wir einsacken. Ja. Das passt doch ganz gut. Und wir laufen zum Teleporter. Hopp. 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 Und wupp. Und auf ins nächste Level. Hive Cluster, mal wieder. Gut, dann peilen wir jetzt erstmal hier oben. Ob hier nicht unser werter Teleporter rumschwirrt. Bis jetzt nicht. Dann mal ein bisschen Platforming hier. Hallo Spitter. Das war dann auch der Spitter. Schon wieder neue. Und ein Container. Ja, shit, abgerutscht. Naja. Hab ja nicht allzu viel verfehlt. Und ist er hier oben? Ja, ist er. Als hätte ich's gerochen. So, wer ist unser Boss? Imp. Toxic Beast, oh. Interessant. Vom Prinzip her können wir hier eigentlich stehen bleiben. Ganzen Minen, die wir haben, platzieren. Haha. Und wir haben den nächsten Unlock auch noch. Wie schön. Ja. So, wo ist noch die Reinforcements rein? Das war es dann auch gleich mit Toxic Beast. Ja, Toxic Beast. Noch ein Tough Times. Hauen wir mal alles raus, was wir haben, so. Das wäre das. Das wäre der Spitter da. Turret haben wir uns noch platziert. Ein Parent erledigt. Wir spawnen zwar immer noch mehr, aber... jetzt sollte ich mich doch ein bisschen zurückziehen. Wenigstens konzentrieren sie sich jetzt auf das Turret, nicht mehr auf mich. Ja. Gut. Bis jetzt lief doch alles ganz okay. Reinforcements wieder reinholen. Gut. Auch gut. Falsches. Das wollte ich. Ah, vielen Dank. Ausweise mal nützlich, Timekeeper Secret. Stirb.
Cooldowns-Zeit für den Spitter. Das war der Spitter. Bleiben noch drei Gegner. Schreiner. Snake Eyes. Infusion. Bisschen spät. Abgestürzt. Gucken. Nochmal. Um zu vermeiden, dass ich irgendwo reinfalle. Da muss ich ja hin, Plattform. Igidigidigid. Hoffentlich sind die drei Gegner, die dann doch da sind, wenigstens nur in der Mitte. Und nirgendwo sonst. Da ist noch ein Schrein. Interessant. Guardian's Heart. Und Life Savings. Guardian's Heart, temporärer Schild, Life Savings, alle 3 Sekunden 1 Dollar. Infusion, für jeden getöteten Gegner bekommen wir ein zusätzliches Health. Snake Eyes, das erhöhte Crit-Chance, wenn wir bei einem Schrein verlieren, also wenn wir nichts dafür bekommen. Und ich glaube, den Rest hatte ich soweit erklärt. Ist der letzte dann auch noch da oben? Ja, ist er, wie schön. Das wäre das. Und das war der letzte seiner Art. Schnappen uns hier noch den Container. Und gehen zum Teleporter. Ah, verdammt. Nein, nochmal verdammt. Jetzt bin ich schon zweimal abgestürzt. Und jedes Mal an derselben Stelle. Naja, fast an derselben Stelle. Hopp, 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 hopp. Ich verstehe nicht, was Plattforming hier zu suchen hat. Also, solches Plattforming speziell. Nächstes Level. Temple of the Elder. Holy Grounds. Gehen wir direkt mal rechts gucken, ob da nicht unser Teleporter ist. Pew. Pew. Schon... an und für sich sehr witzige Class. Disposable Rocket Launcher, ich nehme an, ja, warum nicht? HP. Deal. Bitterroot. Ganz viel zusätzliche HP. Kein Teleporter. Ist der Teleporter oben? Wenn wir Glück haben, ja. Wenn nicht, nicht. Nochmal ein 50% HP-Schrein und noch ein 50% HP-Schrein. Zwei Bustling Fungus. Hoppala. Warten wir jetzt einfach mal ganz kurz. Bustling Fungus tut sein Übriges. Leider ein Fail bei dem Schrein. Und bei dem hier. Achso, kann ich noch nicht spielen. Weiter nach rechts stellen. So, jetzt erreichen wir auch mit allen unseren drei Projektilen den Gegner. So. Wir sind über 50% HP und wir bekommen zwei Mysterious Vial. Ich habe gerade so ein bisschen meine HP aus den Augen verloren gehabt. Da kommen wir so nicht hoch. Wir bekommen ein Heal. Sehr schön. Was war das? Rette sich, wer kann. Oh,
wir warten jetzt nochmal auf unseren Heal und hauen nochmal unseren Disposable Locket Launcher raus. Rocket Launcher, meinte ich. Ja. Zwei Snake Eyes. Jetzt sollten wir eigentlich gleich richtig derbe Crit-Chancen haben. Unter der Voraussetzung, dass wir den Schrein hier verkacken. Noch zwei Life-Savings. Verdammt, abgestürzt. Hohe Erfolgsrate hier. Äußerst interessant. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass der Teleporter direkt im Tempel ist, sonst krieg ich hier den Halbkollaps. Noch ein Health-Schrein. Können wir leider noch nicht machen, aber die Truhe für 450 können wir öffnen. Attack Missile. Air-to-Ground Missile. Wow. Jetzt wird das hier aber interessant, du. Zwei Air-to-Ground Missile Mark II. Das ist ein Win, wie ihn die Welt schon lange nicht mehr gesehen hat. Wenn das dann auch wirklich so schön auf feuern würde. Ja, haben wir gut überlebt. Bam, bam. Wir sind doch mitunter eindrucksvoll stark. Ah. Schade, ich hatte gedacht, er folgt mir. Naja. Ah, scheinbar ist er mir doch gefolgt. Air-to-Ground-Missiles, die Mark II habe ich bis jetzt leider noch nicht feuern sehen. Ich bin mir also nicht sicher, ob die das überhaupt vernünftig tun. In Kombination mit dem Engineer. Hauen wir einfach mal den Disposable raus. Gegen diese blöden fliegenden Viecher da. Bam. Bam. Aus verlässlichen Quellen weiß ich, dass die Dinger nur dazu da sind, um euch zu bestrafen, dass ihr euch bewegt. Ja. Köpfen wir mal noch hier rüber. Bis jetzt noch kein Teleporter. Hier oben ist er auch nicht. Wo ist der scheiß Teleporter? Ich bin verwirrt. Und jetzt will ich erstmal diese blöden Viecher da los. Wir haben hier noch einen absoluten Ausraster. Ah, das waren jetzt die Air-to Ground Mark II, die da feuern. Sehr schön. Gut. Ah, da ist doch unser Teleporter. Passend direkt als Guard steht hier dann noch so ein Wachbotter. Ah, fuck. Okay. Gerade wieder hoch. Hauen wir mal alles raus, was wir haben. Und zu kurz gesprungen. Okay, dann kletter ich einfach hier drüben rüber. Hier drüben hoch. Oder hier drüben drüber hoch. Gedöns. Ha. You fell into my trap. Gut, das wäre auch erledigt. Und jetzt versuchen wir gerade nochmal hier hochzukommen. Truhe. Sacrificial Dagger. Oder Ceremonial Dagger. Aktivieren wir mal den Teleporter. Imp Overlord. Das sollte sich doch recht einfach gestalten. Noch ein Infusion. Und wir bekommen noch mal eine Old Boss. Okay. Interessant, interessant. Gut, dann brauche ich jetzt ja nichts weiter mehr tun, als hier zu stehen. Der Rest sollte sich eigentlich fast von selbst erledigen. Ja. Nochmal Air to Ground. Das lief
erschreckend schnell. Also, ich bin nicht unzufrieden damit, aber trotzdem war es doch irgendwie krass, wie fix das vorbeiging. Na, jetzt lege ich hier einfach noch ein paar Minen, um die Sachen zu beschleunigen. So, das wird dann auch abgeschlossen. Ah, ist das unterhaltsam. Einfach nur den Knopf gedrückt halten und den ganzen Spaß beobachten. Noch den Disposable Rocket Launcher raushauen. Das wäre das. Und das wäre das. Vom Ceremonial Dagger die Sachen fliegen alle hier runter. Platzieren wir mal noch ein paar Minen. Und ich muss nichts machen, aber überhaupt nichts, außer sporadisch mal irgendwie ein bisschen ausweichen oder so. Und der Spawn-Timer ist immer noch nicht abgelaufen. Ist das krass. Kümmern wir uns jetzt noch ein bisschen um den hier. Der ist immer noch nicht hinüber. Ganz schön widerstandsfähig, das Bürschchen. Jetzt aber. Als nächstes kümmern wir uns hier unten um die Claimen. Zack. Und zack. Das Possible Rocket Launcher. Ich glaube, das reicht. Scheint so. Bleiben noch 8. Ah, hier sind sie auch schon. Oh Mann, hört doch mal auf, die ganze Zeit da runter zu springen, ihr Penner. Gut, jetzt schubse ich euch einfach hier runter. Entweder ihr fallt freiwillig oder ich schieße euch runter, ihr Penner. So, das wäre das. Machen wir das noch raus. Und das waren dann soweit alle. Dieser Aufstieg wird ätzend. Gibt's hier unten wenigstens was? Ein Container. Und sonst nichts. Okay, aufwärts. Gut. Mission abgeschlossen. So. Und da ich jetzt mal wieder kurz Zeit habe, mich darauf zu konzentrieren, was ich eigentlich erzählen will, da ich ja jetzt nur blöd laufen muss. So, was habe ich denn noch nicht erklärt? Ich glaube, bis Lifesavings war ich gekommen. Bitterroot erhöht unsere maximale Health um 8%. Dann hätten wir da Bustling Fungus. Nach 2 Sekunden stillstehen, regeneriert sich unser Leben sehr rasant. Dann hätte ich im Angebot Mysterious Vial, unsere passive Lebensregeneration, also generell, während wir uns bewegen und was auch immer tun, erhöht sich ebenso. Air-to-Ground Missile Mark 1 ist im Endeffekt dasselbe wie Air-to-Ground Missile Mark 2. Hat eine Chance, Projektile, also Raketen abzufeuern, wenn wir Projektile abfeuern und die treffen. Die Dinger machen 200% unseres Ausgangsschadens. Dann haben wir zum Schluss noch Ceremonial Dagger. Wenn wir Gegner töten, spawnen so 4 kleine Lichtbälle, die die anderen Gegner angreifen und ordentlich Schaden machen. Und ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich Idiot. Fuck. Ich sollte zuerst links checken, bevor ich jetzt die ganze Map abgrase und dann... Ich werde unkonzentriert. Okay, kein Teleporter. Gut. Habe ich was zu trinken hier stehen? Nein, das ist doof. Hallo Kolossus. Hallo Disposable Rocket Launcher. Hallo meine normalen Projektile. Hallo meine Minen.
So. Aber es kann ganz schnell gehen. Und das war's dann auch gleich mit dem Kolossus. Bye bye, Kolossus. Ja. Ukulele, wir machen jetzt auch noch Elektroschaden. Wortwörtlich. Das wollte ich rausfeuern. So. Ich habe jetzt keine große Lust, mich auf die zu konzentrieren. Das war unsere Healing Drone. Pfeif auf die Healing Drone. Tschüss, Jellyfish. Da sind ein paar Wisps. Noch kein Teleporter in Sicht. Da unten gibt es Items zu kaufen, allerdings keine Soldier Syringe, also habe ich kein Interesse daran. Das andere wäre nur Support, also wortwörtlich Support, das Walkie-Talkie von eben. Spawnt 4 Drohnen für 10 Sekunden, die nicht zerstört werden können und danach wieder verschwinden. Nichts Großartiges also. Hier links auch kein Teleporter, aber eine Truhe mit Warbanner. Unnützes Item in unserer momentanen Situation. Ich will noch schnell den Wisp killen, einfach weil ich es kann. So. Gut, dann killen wir jetzt halt auch noch schnell die Jellyfish. Ja, auch wurscht. Los, Wisp. Geht doch. Mehr wollte ich gar nicht. Ich das noch raus. Das erledigt dann die restlichen Jellyfish. Und jetzt können wir uns eigentlich auch eins von den Random Items kaufen. Also, warum nicht? Böp. Warbanner. Toll. Hätte ich es bloß nicht getan. Ah, das Schießen, was ihr im Hintergrund hört, ist von meinen Turrets. Jetzt kann ich mir natürlich die Truhe hier drüben nicht mehr leisten. Ja, macht nichts. Hauen wir einfach mal alles raus, was ich habe. Kreative Problemlösung. Boxing Glove. Wir bekommen von überall her Dinge. Das waren unsere 4 Air-to-Ground Missiles. Hallo Magma Worm. Bye Magma Worm. Ah, Teleporter. Hey, hey. Oh, ha, noch ein Kolossus. Liebend gerne, wenn du das willst. Okay, wow, das sind ja 2. Hey, das ist unfair. Doppeltes Spiel. Dafür ist der eine allerdings auch fast mit der Geschichte gleich. Rup. Machen wir kurz das da. Ziehen uns nochmal ein Stück zurück. Das kommt der Rocket Launcher. Na, das war das soweit. Unsere Quantum Armor hat sich auch wieder aufgelöst. Upsala. Das rausgefeuert. Schon mal vorsorglich den Magma Worm ausweichen. Jetzt können wir hier hervorragend ein bisschen schießen. Das noch raus. Hoppala. Absolute Carnage hier drüben. Ich tue, was ich kann, um zu überleben. Heal, heal, komm schon, heal. Yeah, heal. Perfekt. Sehr gut. Ich hätte doch die Healing Drone retten sollen. Maximale Spannung. Rette sich, wer kann, auf das Seil.
Der Disposable Rocket Launcher. Supi-Item. Ich bleib jetzt so lange hier, bis ich mein Leben wieder ein bisschen regeneriert hab. Oh, die scheiß Jellyfish natürlich. Shit. Rette sich, wer kann. Oh, und jetzt bleib ich ganz kurz stillstehen. Hör das raus. Okay, hier sollte ich zumindest kurzfristig sicher sein. Shit. Gut, das waren soweit alle davon. Oh, fuck. Shit. Naja, wenigstens kann ich zugucken, während das Turret... Oder auch nicht. Während das Turret da die komischen Golems killt. Wir haben was Neues freigeschaltet. Ich weiß nicht, was es ist. Oder ich weiß ansatzweise, was es ist, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Oder was es genau macht, aber ich weiß, dass es cool ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, diese Episode. War mal ein bisschen was anderes. War mal ein anderer Charakter. War ein bisschen erfolgreicher, ich habe nur mal wieder aus Versehen den falschen Knopf gedrückt, wie immer. Es ist aber auch wirklich eine blöde Geschichte, dass ihr im finalen Teleporter anstatt den Standardknopf auf dem Controller wäre das X. Normalerweise müsst ihr X drücken, wenn ihr ins nächste Level wollt. Wenn ihr am finalen Teleporter seid, müsst ihr zum Loopen, also zum Level wiederholen, X drücken und um ins finale Level zu kommen, Y. Das habe ich immer noch nicht so ganz verarbeitet. Also das passiert mir hin und wieder, wenn ich etwas müde bin. Und das bin ich momentan, um ehrlich zu sein. Ich habe die letzten Tage nicht so richtig geschlafen. Aber um wieder zurück zum Thema zu kommen. Ich hoffe, euch hat die Episode trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr angenehmen Freitagabend. Oder? Moment. Donnerstagabend. So viel zu meinem Thema Müdigkeit. Mir ist irgendwie was schiefgegangen mit den Tagen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei was auch immer ihr vorhabt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. In diesem Sinne von Barcade. Bye!